Ich fange ja gerne mit meinem Also an. Das machen wir heute auch so. Also, ich grüße euch ganz herzlich. Heute habe ich mal übertrieben. Ja, also, ihr seht das in dieser Kamera. Hintergrund komplett unscharf, ich aber gestochen scharf. So war die Idee. Mal gucken, ob das klappt. Aber ich wollte mich bedanken. Und zwar beim Phil Tonic und beim Rönnschrat. Die zwei haben mich in ihren Videos erwähnt, als sie den USB-C-Adapter gezeigt haben, der sich per Bluetooth verbindet. Auch die neuen Abonnenten würde ich gerne nochmal herzlich grüßen. Also ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich mich jedes Mal freue mit jedem einzelnen Abonnenten, der dazukommt. Also falls einer von euch denkt, das macht keinen Unterschied, doch macht's. Jetzt zu diesem Video. Wir sehen jetzt hier der Hintergrund unscharf. Ich scharf. Ja, so war die Idee. Ich habe das zu Hause so eingestellt. Habe völlig übertrieben. Bin komplett in die falsche Richtung gegangen mit dem Ganzen. Ja, also das, was sich wahrscheinlich schon jeder mal gefragt hat. Was passiert denn, wenn ich die Linse komplett unscharf drehe und nur mich im Fokus habe? Wird das ein schönes Vloggerät? Das ist die Antwort, das passiert. Das Wetter ist heute semi-gut, aber auch in diesem Wetter muss gevloggt werden können. Und ich habe mich jetzt gefragt, ob ich in solchen Bedingungen ein schönes Bild kriege. Sie verfolgen mich. Aktualisierung erfolgreich. Also, wir haben jetzt verbesserte Bildqualität bei einer standard eingestellten Osmo Action 3 auf dem Motorrad mit 50 FPS. Und ich filme schöne Bäume. Also, wir fahren jetzt da hoch. Ein ganz schöner Weg. Ein bisschen eng, also guckt euch das Schild an, wo es ist. Das hier ein beeindruckendes Panorama. Soll ich hier mal anhalten? Wir schauen uns mal zusammen das Panorama an. Das ist das Coole am Motorradfahren. Du kannst jederzeit anhalten, bisschen die Landschaft genießen. Das ist auch der Hammer. Ja, selbst ich werde immer mal wieder sprachlos hier.
Vor allem jetzt. Ich habe jetzt eine Stunde lang gequasselt. Mit anderen Worten, ich habe einen trockenen Mund und ich brauche dringend ein Feierabendbier. Und das werde ich mir jetzt gleich holen. Jetzt habt ihr so ein bisschen gesehen, wo ich mich so rumtreibe hier. Was mir noch fehlt, ist natürlich die Verabschiedung. Die mache ich normalerweise bei mir in der Garage oder vor der Garage. Aber die kann man eigentlich auch mit solchen Bildern ausklingen lassen. Der Kollege ist auch am Filmen. Also ich beende jetzt das Video hier in diesem Kreis. Ich freue mich über Likes und ein Abo. Ciao, auf Wiedersehen.